Leute, was ist hier los? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Test. Wir testen heute das Spiel White Knight. Und ich habe genauso wenig wie du keine Ahnung, worum es geht. Ich weiß nicht, was uns erwartet hier in diesem Let's Test. Aber ich finde die Geräuschkulisse ziemlich spooky. Und bin gespannt, was uns hier erwartet. Viel Spaß bei diesem Let's Test und los geht's. Schallplatte ist schon mal gut. Kreuztaste drücken zum Some nights are just pitch black, without stars and without sleep. Dirty nights clinging to you like tar. Like this one night back in 1938. Boston. The Great Depression tsunami was just sweeping over what was left of America. Misery, hunger, despair. Times are hard, they said. Times were worse than hard. And the bar was about to close. As far as I was concerned, this was just another intoxicated day drawing to an end. If only I knew. Kapitel 1 vom Kurs abgekommen. Thank you.
The shock was still echoing in my bones as the image of that girl coming out of nowhere surged back in my mind. Did I hit her? Was she dead? I couldn't remember. Thoughts were spinning in my head. I hope I didn't run her over. I hope she's still alive. Then, the pain. The terrible pain on my side. And this question. Where am I? Das Mädchen auf der Straße, der Aufprall, ich konnte ihre Leiche nicht finden. Okay, also immer wenn oben rechts die Lupe erscheint, kann man etwas untersuchen. Der Kasten schien mit der elektrischen Straßenbeleuchtung verbunden zu sein. Keine Leiche, kein Blut. Worin war das Mädchen verschwunden? Boston Delinus. 1:62. Wow, Leute, das ist schon ziemlich abgefahren. So ein typisches Spiel, bei dem sich die Frage eigentlich erübrigt, ob Spiele Kunst sind. Ich konnte mich auf der Boston Delinus als Unterstützung verlassen, die ich mit Dreiecktaste aufrufen kann. Wer war das Mädchen, das die Straße überquert hat? Ich konnte ihr nicht ausweichen, aber ich habe nie ihre Leiche gefunden. Ich kriege ihren verzweifelten Gesichtsausdruck nicht aus meinem Kopf. Aber ich war verwundet und brauche Hilfe. Das Vespa-Anwesen. Da klingelte bei mir nichts, mein Kopf war leer und tat weh. Trying to collect my thoughts, but the intense pain was scattering them like a bunch of dead birds. My fear of being wounded changed into an obsession.
Was I about to die? Okay, das wollen wir nicht hoffen. Okay, dann bleiben wir am besten mal auf dem Weg, bevor wir jetzt hier reingehen. Wie man das so kennt. Schauen wir, ob wir hier irgendwas finden. Und tatsächlich, da scheint... Das ist eine Silhouette von einer Frau. Henry Vesper, ein Verwandter des Besitzers. Der Eimer wurde schon lange nicht mehr benutzt. Die Startuhr starrte mich mit weißen Augen feindselig an. Boston Daily News 3 von 60. Die Startuhr wurde kürzlich bewegt. William Vesper, kein Datum auf dem Grab. Einfach nur ein Vogelbad. Wieso stand da 3 von 60? Haben wir auf den ersten 3 Metern schon eine Info verpasst? Wie Norman. Dieser aus dem Nichts erscheinende Name war beunruhigend. Ich finde das alles recht beunruhigend hier. Hier waren wir aber schon. Ne, hier waren wir nicht. Margaret Vesper. 4 von 60. Das Vespa-Anwesen. Also wenn die alle schon tot sind, dann ist ja nicht mehr viel übrig von den Leuten. Der Arm stammte von einer Marmorfigur. Zu verkaufen. Da hat jemand ein Glas Rotwein für uns hingestellt. Glas befand sich immer noch eine goldene Flüssigkeit. 65. Hier war vor kurzem jemand. Ach was. Zwecklos. Die Lampe hatte schon bessere Tage gesehen. Brief von Martha Kenton an William Vesper. Unter normalen Umständen hätte ich niemals versucht, sie zu kontaktieren. Ich bin eine ehrliche Frau. Ich habe meinen Mann seit dem ersten Tag unserer Ehe unterstützt, aus der 2 wunderschöne Kinder hervorgegangen sind. Ich habe ihnen die beste Erziehung zukommen lassen, die ich nur konnte. Aber heute kann ich es mir nicht mehr leisten, sie ordentlich
großzuziehen. Wir sind ruiniert. Der Arbeitgeber meines Mannes ist pleite. Er reist von Stadt zu Stadt auf der Suche nach Arbeit, während ich jeden Tag um Nahrung bettel. Mein 4 Jahre alter Sohn hat einen schlimmen Husten, der sich täglich verschlechtert. Und ich sorge mich um sein Leben. Heute sehen wir schon Kinder auf den Straßen leben. Ist das noch Amerika? Daher bitte ich Sie, da Sie reich sind, um ein paar Dollar. Wir könnten für Sie arbeiten. Wir leben in einer Hütte unter dem Werbeschild von Best Oil am Anfang des Slums, neben dem Graham-Schlachthof. Bitte melden Sie sich. Martha Kenton. Der Besitzer war außer Haus. Der Schlüssel hätte also irgendwo in der Nähe sein können. Das war die Nummer 2. No one around. I was all alone, with my pain growing and some nausea starting up. Don't stop. Think quick. Think well. It was just an accident. It happens. The girl must have made it out alive. I had to make it out alive too. Tja, also, wie gesagt, uns fehlt die 2, um hier reinzukommen. Ich konnte nichts sehen. Durch das Fenster sah man auf ein Grab. Durch das Fenster sah man auf ein Grab. Im Haus ein Grab? Hallo? Alte und modrige Bretter, die von der Front des Hauses abgefallen waren. Verkaufen, das Schild sah genauso alt aus wie das Haus. Hoffentlich finden wir hier die 2. Es war ein ziemlich tiefer Fall. Boston Daddy 7 von 60. Diesem unbekannten Symbol ging eine mächtige Aura aus. Also hier wird wohl nichts mehr sein. Gehen wir mal zurück auf den Weg. Schaue ich nochmal rechts und links, ob da vielleicht irgendwo der Schlüssel liegt. Oder ein Heiltrank. Heiltrank wäre auch nicht schlecht. Aber hier ist doch sonst nichts, ne? I really should have gone back. This couldn't have been the right direction. So viel dazu. Bei diesen alten Bauwerken gab es immer irgendwo einen Ersatzschlüssel. Gut, dann gehen wir nochmal alles ab hier. Mit der Bank oder vielleicht hinter der Startuhr.
Waren wir an diesem Kreuz schon? Oder an den hinteren Kreuzen? Hier geht's aber nicht weiter. Schon. Hören Sie an. Tada! Wow, das ist natürlich cool, ne? Vorher hat der Schatten den Schlüssel verdeckt. Jetzt haben wir die Statue weggeschoben und der Schlüssel erscheint. Also, wir haben gelernt, man muss auch in der richtigen Position zu einem Objekt stehen, damit man das bewegen kann. Denn vorher sind diese Hände nicht aufgetaucht, die das Zeichen sind, um etwas zu aktivieren. Eigenartig, aber der Tod hielt vermutlich Einbrecher an. I had the feeling I was about to desecrate a sanctuary, to open the door to a world I didn't belong to. But whoever lived in there, they would understand. I needed help. Anyone would understand that. Ja, man hat tatsächlich das Gefühl, dass man hier was Verbotenes tut. Denn viele der Familie sind bereits über den Jordan, wie wir hier gesehen haben. Da fragt man sich, wer von der Familie überhaupt noch übrig geblieben ist. Ziemlich beunruhigend, so nah am Haus, so viel Gräber. Und was war das für eine Frau eben? Die wir fast angefahren haben. Somewhere safe. That's all that mattered. As the doors opened, the mansion seemed to react to my presence. There was a smell, like a cornered animal. The smell of fear. And yet, I entered the place because I had no choice. I was praying to find a phone or some help. I didn't even bother wondering what happened to prayers when they reached the wrong door. Hello,
Hello. I need an ambulance. Can you hear me? I need help. No. What happened? This cold. The darkness around me. I was usually not afraid of the dark. But there, on that day, I remembered I had a matchbox somewhere in my jacket. The urge to light a match was growing with every new chill running down my spine. In meiner Tasche fand ich eine Schachtel Streichhölzer. Ich konnte mit Kreis anzünden. Kapitel 2. Eine Tür fiel zu. Ja, Leute. Das war das letzte Test. Schreibt mir bitte in die Kommentare, wie ihr das Spiel bisher beurteilt, wie ihr es findet. Und vor allen Dingen, ja, ob ihr vielleicht sogar mehr von sehen wollt. Ich hatte es schon mal gesagt, es kann immer mal sein, dass ein Let's Test auch zu einem Let's Play wird. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann gebt einfach den Daumen nach oben. Ich denke, so ab 10, 12 Daumen nach oben können wir auf jeden Fall hier weiterspielen. Oder schreibt es einfach am besten in die Kommentare, ob ihr von dem Spiel mehr sehen wollt.